Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Wir haben wieder das Ziel, noch mehr Holz zu sammeln, weil wir diesen verdammten Turm, den verdammt scheiß geilen Turm hier fertig haben wollen. Und gehen jetzt wieder rüber und sammeln weiter Baumstämme. Und halt auch Stöcker. Und ich habe mir auch selber jetzt die Frage gestellt, so, wir waren ja schon mal da hinten auf der Insel, wo dieses Schiffswrack ist. Und oh, der Hai ist hier. Das heißt, nicht ins Wasser fallen. Aber da hinten ist ja das Schiffswrack. Und wir hatten uns ja nicht getraut gehabt, mal drunter herzutauchen oder so, um zu gucken, ob da nicht noch mehr vom Schiff ist. Ob wir dann vielleicht nicht irgendwie mal dort erkunden gehen. Oder auch bei der Yacht, dass wir da vielleicht auch mal drunter gucken gehen mit Tauchausrüstung. Ob nicht da vielleicht noch irgendwas gibt's. Vor allem bei der Yacht, da braucht man irgendwie so eine Karte oder so, um diese Tür zu öffnen. Vielleicht ist sie irgendwie unter der Yacht im Wasser oder so. Kann ja sein. Vielleicht können wir dann die Tür öffnen und gucken, ob die da ist. Was der Hai gerade hier schwimmt, das gefällt mir gerade gar nicht. Warte, haben wir den jetzt eigentlich hier, Naturhandbuch? Der Hai ist. Der ist jetzt noch nicht hier. Okay, schade. Schneehasen gibt es noch. Ein Waschbär, der fehlt uns noch. Den müssen wir noch entdecken. Wildschwein. Und Kanadagans. Kanadagans? Hier die ganzen Pflanzen müssen wir auch noch alle entdecken. Ja, das wird noch ein Mordspaß hier, das alles zu entdecken, zu finden. Aber wer weiß, vielleicht werden wir das noch vor der 100. Folge schaffen. Genau, haut drauf. Obwohl vor der 100. Folge, das bezweifle ich, dass wir das schaffen werden. Aber ich sag mal so, ich habe vor, auf jeden Fall noch ein Special zu machen, so einen ganz besonderen Special, wenn wir die 100. Folge erreicht haben. Wird vielleicht ein paar Tage später auftauchen bei mir auf dem Kanal, aber weil das halt dann so die Zeit halt braucht. Aber die wird kommen. Aber dann will ich auch hoffen, dass wir keine 200 Folgen für dieses Let's Play brauchen. Das wäre schon ein bisschen heftig. Das wäre auch ein bisschen krass, wenn wir 200 Folgen für The Forest brauchen. Aber dieses Spiel hat auf jeden Fall Suchtpotenzial bei mir ausgelöst. Zumindest der Baumodus. Gefällt mir sogar zum Teil besser als in Minecraft. Dachte schon, ich hätte da irgendwie was gesehen. Keine Baumstämme. Da ist noch einer.
So, dann 10 Baumstämme haben wir. Die kommen jetzt aber nicht zu mir, oder? Muss ich mir jetzt noch nicht kampfbereit machen. Ne, anscheinend noch nicht. Aber ich schmeiß mir eben noch was zu essen drauf. Ist noch nicht fertig, okay. Ist fertig. Energie ist wieder voll. Kann ich weiterarbeiten. Ah, da hinten sieht schon wieder gut aus. Die Bäume gut bestückt. Geil, es regnet wieder. Das heißt, es gibt bald wieder richtig Wasser. Aber mit dem Baum schon los. Jo, die Baumstämme gehen gerade richtig ab. So, den nehmen wir. Er hat mich gesehen. Wo ist er? Da. Warte mal, ich habe eine Idee. Den haben wir erwischt. Das heißt wieder Knochen. Aber war jetzt nur der eine, ne? Den legen wir aber schon mal hier hin. Aber zünden den noch nicht an. Und nein. Wir wollten die Axt. So. Ob seine Freunde ihn bald suchen gehen? Und denken sich, wo ist denn der jetzt geblieben? So, wir haben wieder einen mehr. Wir brauchen noch etwa zwei. So. Nehmen wir den schon mal darüber. Warte, wir können den jetzt schon mal. Nein? So. Wir zünden den jetzt schon an. Dann haben wir wieder Knochen. Schädel haben wir 3. Okay. Wie viele Schädel können wir noch mal eigentlich Inventar haben? Ich glaube 4 oder 5 waren das, richtig? Ich glaube 5 waren das. Muss aber langsam fertig werden. Nice.
Haben wir noch ein paar Knochen mehr für unsere Sammlung. Aber hey, ihr hattet jetzt heute auch wieder mal ein bisschen Action bekommen gehabt auf meinem Kanal hier, was The Forest angeht. So. Lass mal darüber gehen. Da sehen die Baumstämme ein bisschen günstiger aus. Boah, wenn ich die Stadt hier bauen sollte, möchte diesen einen großen Baum da hinten irgendwie gerne Teil dieser Stadt werden. Das wäre richtig nice. So. Komm, wir nehmen den hier. Und Baum fällt. Da hätte wieder einer gelaufen. Fände ich schade. Also, dass da jetzt keiner gelaufen ist, da gäbe es mehr Knochen. Aber egal, einmal müssen wir noch hier rüber. Und dann hätten wir wieder Knochen. Wieder Baumstämme und wenn dann wieder welche kommen. Kriegen wir die Knochen. Was gerade mit meinen Dings, meiner Stimme los? Also mit mir. Warum rede ich so komisch gerade? Jo, einmal noch dahin laufen. Und da vorne sind die wieder günstig. Die Bäume. So, die drei hier.
Was ich aber leider sagen muss, weil ich auch merke, ich werde langsam müde. Vor allem, wir haben es jetzt schon gleich 5 Uhr morgens. Ich habe die ganze Nacht jetzt durch gezockt. Dass ich auch langsam ins Bett muss. Vor allem vom Denken her bin ich auch ein bisschen langsamer mittlerweile. Dass wir das alles dann heute in der heutigen Aufnahmesession nicht mehr fertig kriegen. Was ich selber ein bisschen schade finde, aber auch ich muss langsam ins Bett. Aber ich verspreche euch, wir werden das alles, was wir gesammelt haben, noch da reinbauen. Wir haben ja das hier wieder so gut wie voll. Wir gehen jetzt gleich da vorne in-game noch ins Bett, warten bis zum Morgen. Dann baue ich das alles noch rein. Und dann mache ich auch ein Ende für diese heutige Aufnahmesession. Aber so viel Energy kann auch leider ich nicht in mir reinballern, dass ich 24/7 aufnehmen könnte. Schön wäre es. Weil ich merke auch schon, ich muss die ganze Zeit schon aufstoßen, weil ich so viel Energy schon gesoffen habe. Die ganze Kohlensäure will ja auch raus. Eins verspreche ich euch, werde ich hier definitiv noch einen Hafen bauen, wo dann mehrere solcher Boote stationiert sein werden. Jo, wir haben wieder Durst und Hunger. Dann essen wir eben was und trinken was. Der ist wieder voll ordentlich. Nice. Letztes Stück Fleisch. War da noch gut? Das sah schon ein bisschen so schimmlig aus. Ich hoffe, der war noch gut. Ist das fertig? Der sah jetzt eigentlich top aus. Naja, doch nicht. Der war vergammelt. Der war verdorben. Müsste ich mir mal gleich in den Statistiken meinen Gesundheitszustand ansehen. Ob ich jetzt nicht krank geworden bin oder so durch krummliges Fleisch. Na, wir packen dieses Mal so. Und hoch mit. Wollen das hier immer? Die 10 ballern wir ja noch hier rein. Nice, der ist fertig. So, und ab ins Bett. Ah, und der Hunger kickt. Der Hunger kickt, der Hunger kickt. Wir hätten uns vorhin noch mal ein bisschen frisches Fleisch holen müssen. Hallo? Aber weil wir jetzt so ein Pech haben. Oder warte, wir fliegen ja ab und zu mal. Oder landen ab und zu mal Vögel auf dem Floß. Könnten
sollten uns eigentlich mal die Vögel schnappen. Ich hoffe, da landen gleich welche. Jo, da ist einer gelandet. Komm schon. Hunger. Ja, wir haben ihn. Essen. Wir haben Essen. Essen, 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 Essen. Ist noch nicht fertig, aber egal. Warten wir eben den Moment. Schauen. Fertig. Hab Hunger? Ja. Wenigstens halb voll. Das wäre jetzt ein bisschen doof, dass wir den jetzt. Jo, den haben wir. Aber doch noch einer. Oh, Federn. Federn sind immer gut. Nein. Ja, komm schon. Den haben wir. Essen. Machen wir nochmal an. Meistens beide drauf, bevor wir hier verhungern. Und sind die fertig? Not. Jetzt müssen die jeden Moment fertig werden. Ja. Nice. Der sieht immer krasser aus. Bin gespannt, wie der aussieht, wenn er fertig ist, wirklich. Die werden da auch mal hochgehen, auf jeden Fall. So, letzter Baumstamm. Nur noch 220 Baumstämme. Jo, aber der sieht schon brutal aus. So, wir müssen aber wieder darüber. Wir müssen jetzt auch noch die Stöcker verbraten, die wir hier noch haben. Und das Ding müssen wir dann auch noch fertig haben.
Ja, nimm erstmal den Stock, genau. So. Den haben wir jetzt wieder auf Tasche. Und ab nach oben. Nee. Drück ich aus Versehen C. Nice. Da werden wir auch noch ganz schnell fertig. Gedacht, das würde länger dauern. Guck mal, in den paar Folgen haben wir das alles noch fertig gemacht. Ist jetzt nur in einer Aufnahmesession. Und oben das Ding fertig. Aber ich sag euch schon mal, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Zur nächsten Aufnahmesession werden wir auf jeden Fall das da noch fertig machen. Und oben die paar Lagerdinger da. Und ich glaube, dann in der Aufnahmesession danach werden wir wieder auf Erkundungstour gehen oder so. War heute mal eine etwas längere Aufnahmesession, weil ich bin jetzt heute sogar bis, jetzt haben wir es 5:08 Uhr. 5:08 Uhr habe ich jetzt durchgemacht hier. Mit einer kleinen Aufnahmepause zwischen. So, damit ich auch mal ein bisschen was essen kann, auf Toilette gehen kann und so. Aber das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Aufnahmesession fertig haben. Und das Ding. Und dann schon anfangen zu planen, wie wir die miteinander connecten und so. Und dass wir da dann einen Weg runterbauen. Auch dann miteinander irgendwie connected sind. Und dass wir den da vielleicht auch noch zu einem Leuchtturm oder sowas umfunktionieren. Wer weiß. Aber das erfahren wir halt zur nächsten Aufnahmesession. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.